bin die Roswitha Schwimmbacher und ich bin Wanderführerin. Meine Ausbildung zur Wanderführerin habe ich in Kloster Neustift gemacht, in Brixen, mit dem Schwerpunkt Obst- und Weinbau. Ich mache regelmäßig Obstbauführungen für Gäste. Ich komme eben von einer Gegend, wo es Obstbau gibt, beziehungsweise im Apfelanbau. Wenn es noch in Schennerheim sind die Bauern Äpfelbauern. Ja, hallo, grüß dich. Hoi, Hans. Ich bin in den Kästenweg gegangen. Aha. Und jetzt haben wir echt Kehre Springel zu bei dir. Ich heiße Gasser Johann. Ich bin 53 Jahre alt, bin hier geboren auf dem Hof. Früher war es ein Mischbetrieb, praktisch Viehwirtschaft, Weinbau, ein bisschen Getreideanbau. Und in den 60er Jahren hat dann der Vater schon angefangen, auf Obstbau umzustellen. Und seit eigentlich 20 Jahren sind wir ein reiner Obstbaubetrieb, wo wir uns speziell einmal auf Äpfel spezialisiert haben. Der Galäpfel ist einer von den ersten Äpfeln, was reift. Und die frische, spritzige Süße, was der hat, das schmeckt er mir vom Baum ganz frischer einfach am besten. Also auch der erste Äpfel ist wieder nach dem Sommer. Der Galä haben wir eigentlich schon 15 Jahre schon umgebaut. Und das in die Anlage, die werden noch 4-5 Jahre stehen und danach wird sie da wieder mit Galä erneuert werden. Der Südtirol hat 18.000 Hektar. Das beginnt oben im Finchgau auf einer Höhe von 1.100 Metern, zieht sich dann entlang der Etsch und dann wachsen die Äpfel auf einer Höhe von 200 Metern über einem Meeresspiegel. Und das ist die größte, zusammenhängendste Fläche in der EU. Es gibt schon noch einen kleinen Tal, der was nicht zu dieser geschlossenen Fläche gehört, weil ich eben in der Gegend um Brixen und Klausen. Ich bin der Thomas Oberhofer, bin Obstbauer aus dem Finchgau. Da sind wir jetzt in Latsch, Örtlichkeit Marein, auf 750 Meter Meereshöhe. Und da bauen wir in erster Linie Golden an, weil der in der Höhenlage natürlich eine besondere Qualität bringt. Golden ist unsere traditionellste, älteste Sorte, ist aber nach wie vor absolut gefragt in einer gewissen Qualität. Ordentliche Ausfärbung. Guten Geschmack. Mir schmeckt er natürlich selber auch sehr gut, weil er ein ausgeglichenes Zuckersäureverhältnis hat, saftig ist, knackig. Äpfelbauer sein ist eine schöne Tätigkeit. Die Arbeit selber ist deswegen schön, weil man in der freien Natur ist, selber der Chef ist. Es gibt Zeiten, wo es hektisch ist, es gibt Zeiten, wo es ein bisschen gemütlicher zugeht. Ich bin gleichzeitig Obmann der örtlichen Genossenschaft. Da ist die Hauptaufgabe, einmal ist man der gesetzliche Vertreter und als zweites versucht man gemeinsam mit Vorstand und der Geschäftsführung die strategischen Weichen zu stellen für die Zukunft. Wir exportieren in über 50 Länder der Welt mittlerweile. Die Mengen sind groß in Südtirol und wir brauchen alle Märkte, um über 12 Monate den Äpfel an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bekommen. Die Erntemenge insgesamt in Südtirol ist etwa 1 Million Tonnen Äpfel. Und wenn man das in Stückzoll ausdrückt, dann waren das 7 Milliarden. Das Sprichwort da, ein Apfel am Tag hält den Körper auf Trab. Nachdem halte ich mich eigentlich schon nah. Ich versuche schon jeden Tag einen Äpfel zu essen.